Hallo, heute packen wir den Aufstieg- und Ruhesessel von Salon aus, den Club 2. Zum Öffnen benötigen Sie auch wieder ein Cuttermesser oder eine haushaltsübliche Schere. Im ersten Schritt packen wir den Korpus aus. Hierzu schneiden Sie bitte die Klebestreifen rechts und links am Karton sowie vorsichtig den Querstreifen auf. Hier bitte besonders vorsichtig, damit Sie nicht zu tief reinschneiden. Am besten sind Sie bei der Montage eines Sagrollsessels immer zu zweit. Empfehlen Sie Bedienungsanleitung sowie die beiden Schaumstoffinlays. Im Anschluss greifen Sie seitlich in den Sessel hinein und heben diesen dann vorsichtig nach vorne weg. Wir entfernen die Folie. Entfernen das Netzgerät. Und widmen uns dann der Rückenlehne. Hier öffnen Sie bitte die Klebestreifen. Schneiden auch wieder vorsichtig auf der Oberseite. Den Schnitzschutz nehmen wir raus. Und heben dann die Rückenlehne vorsichtig auf den Karton. Wir entfernen die Folie. Und haben dann alle Teile, die wir zur Montage benötigen. Wir stecken das Netzteil zusammen und legen dieses nach hinten ab. Bei Ihrem Sagrolle Aufsteh- und Ruhesessel haben Sie die Möglichkeit, zwei verschiedene Sitztiefen einzustellen. Diese können Sie über die Steckverbindung zwischen Korpus und Rückenlehne in die jeweilige Löcherung einstecken. Für die kurze Sitztiefe wählen Sie bitte das hintere Loch. Für die größere Sitztiefe wählen Sie bitte das vordere Loch. Sie stecken die Rückenlehne ganz einfach in diese beiden Nasen. Das machen Sie am besten auch wieder zu zweit. Wir nehmen den Sessel, die Rückenlehne, schauen, dass das Ganze passt. Sobald Sie die Rückenlehne fest nach unten gedrückt haben, ist der Sessel im Prinzip fertig montiert. Nun drehen Sie den Sessel und stecken das Netzteil in die Steckdose. Viele weitere Informationen und sämtliche Sicherheitsthemen finden Sie in der Bedienungsanleitung.